Zack, zack. Und jetzt kann ich so machen. Ne, so geht das nicht. Moment. Ich kann die direkt mit Strom ansteuern, ich kann es aber auch lassen. Ich kann auch darunter Strom legen, müsste ja eigentlich auch gehen, ne? Also wenn ich das so mache, müsste ich eigentlich so das Ding ansteuern können. Das auch. Und das auch. Und die oberen einfach mit hier so. Ne, so nicht. Ich muss die ja gerade ansteuern. Das nochmal raus. Mit der Ruhe, das wird schon alles werden hier. Ich brauche noch ein bisschen mehr Platz dafür. Ich bin da nicht so platzsparend versiert, weil sonst müsste ich ja Repeater bauen die ganze Zeit. Da habe ich ja überhaupt keine Lust zu. Also machen wir das doch einfach so. Ja, damit die sie nicht vereinen, müsste ich hier ein Kloster draufsetzen oder was? Ja, dann machen wir das einfach. Das auch noch weg. Das auch noch. Das auch noch. Und dann können wir nämlich hier einfach sagen, okay. Das unterbrechen wir einfach so. So, so. Und dann machen wir es hier genau so. Das ist natürlich doof, komme ich nicht hin, ne? So. So, danach sind die richtig angeschlossen. Und wenn ich jetzt hier irgendwie das auslöse gleich, dann sollte... ein, zwei, drei, vier dafür. Das ist ja in der Mitte voll verschenkt hier, ne? Na, ob das so schön jetzt gelöst ist, weiß ich nicht. Vielleicht muss ich das doch mit Repeatern einfach erledigen. Ich muss mal Schnitzel essen. Ich überlege gerade, ob das besser wäre, das anders zu machen. Ich mache das dann, glaube ich, nochmal anders. Das hat überhaupt so keinen Sinn. Das machen wir anders. Das ist viel zu kompliziert, was ich hier mache. Und kompliziert ist bekanntlich nicht so gut. Schön, dass wir das Schiff abreißen, damit die auch ein bisschen kaputt geht. So, meine neue Idee ist jetzt einfach, wir machen hier das weg. So, und steuern die an, indem wir einfach hier so ein Kabel drunter herziehen. Warum mache ich das nicht gleich so, hä? Das ist doch sehr viel einfacher. So. Perfekt. Jetzt könnte man, wenn man wollte, hier jetzt einen Schalter drauflegen. Und zwar so mit einer, ihr wisst, wie ich meine, mit einer Treasure Plate einfach da drauf. Machen wir vielleicht nicht mit denen, machen wir vielleicht mit was Anständigen, vielleicht mit Cobblestone. Ob das viel anständiger ist, weiß ich nicht, aber wir können mal eben hochgehen, eine Treasure Plate bauen. So nicht, sondern eher auf der Seite. Kann man hier aus einer Treasure Plate bauen? Nein, muss man mit Cleanstone machen, also machen wir das mit Holz. Okay, draußen ist es Nacht, das stört uns aber eher weniger. Ja, wir ja sowieso unter Tage sind. So, das kommt mit. Wo da drauf, ne? Wieso geht das nicht? Müsste ich die nicht ansprechen können damit? Haben wir jetzt irgendwas falsch verstanden? Das ist ja doof. Schön, dass das nicht so klappt, wie man es gerne hätte. Dann müssen wir das anders machen. Hilft ja alles nichts. Dann müssen wir doch mit Dings arbeiten, mit Repeatern. Gut, dafür Repeater müssen wir dann erstmal aber Stein brennen. Oh, was kommt denn das ganze Zeug hierher? Dann brauche ich Kohle. Kohle gibt es nur hinten. Müssen wir schnell zurückrennen. Tschum, tschum. Ja, Party! Okay, dann kann ich das jetzt wieder vergessen.
Habe ich aber missgebaut jetzt. So, machen wir alles mit Cobblestone wieder zu. So, dann müssen wir das nämlich hier drüber anschließen. Geht ja scheinbar nicht anders. Das heißt, wir können hier so schon mal hinlegen. Packen wir zwei Repeater dazwischen und hier schließen wir das alles so an. Geht das? Ich meine ja. So, dann kann man da rausgehen. Oder willst du immer mit der Treasure Plate da machen? Das kann man natürlich auch machen. Dann können wir einfach hier rüber gehen wieder. So, jetzt müssten eigentlich theoretisch drei Stück ausgefahren werden, genau. Die anderen beiden machen wir jetzt gleich mit mit Repeatern. So, Repeater, wie war das nochmal? Dafür brauchen wir so und dann. Achso, brauchen wir erstmal Redstone-Fackeln. Machen wir uns mal so ein paar von. Können wir eh noch ein paar von gebrauchen wahrscheinlich. So, hier, zack, zack, zack. Das passt ja fast. So, und dann machen wir hier Redstone 1, 2, 1, 2 und in der Mitte muss, glaube ich, nochmal Redstone. Genau, so, da haben wir zwei Repeater. Insgesamt drei, weil ich einen noch hatte. So, die bocken wir jetzt da rein, und zwar an diese Stelle und an diese. Und dann müsste ich einfach mit diesem Knopfdruck alle fünf ausfahren können. Okay. So, meine Idee, kann ich euch jetzt auch sagen, was ich als Idee hatte, ist... Natürlich nichts dabei, ne? Dass ich die hier, das ist eine Axt. Axt wollte ich nicht. Da habe ich dann noch was, so. Dass ich das hier so mache, durch den Wasser müssten die ja anbaubereit sein. Hallo? Ah ja. Gut, auch wenn man sie bewegt, geht das Acker mich nicht verloren. Und darauf werde ich jetzt mich was drauf anpflanzen. So sieht es nämlich aus. So, das hätten wir nämlich hier in Pflanzen, müsste das drin sein. Habe ich dann noch 5. 5 reicht jetzt theoretisch dafür, aber ich werde noch ein paar herstellen wollen. Ich habe schon wieder so viele Sachen dabei, das ist schon wieder unglaublich. Kann irgendwas loswerden? Hier, Gravel vielleicht. Den Rest brauchen wir alles hier irgendwie. Zäune kann ich loswerden, da, die können hier bleiben. Okay. Schlafen ist das für Weicher? Ja, das machen wir jetzt nicht mehr. Und wieder rein da. Gut. Hallo, wieso? Ich glaube, das Wasser ist zu niedrig. Kann das sein? Das kann theoretisch sein, ne? Okay, dann müssen wir uns nochmal zumachen. Dann muss das Wasser nämlich hier oben drauf. Okay, das kann sein. Das machen wir mal eben schnell. So, jetzt hier oben nochmal das Umhaken. Achso, bei den beiden natürlich nicht, ist egal. Das wollen wir natürlich nicht so umlassen. Das kommt hier hin. Das. Ja. Du bist ja so intelligent. Lass einfach da reinlaufen. Genau. Dann kann man nämlich hier theoretisch einfach reinspringen. Theoretisch. So, das funktioniert jetzt erstmal. Das geht dann auch hoch. Okay, jetzt brauchen wir erstmal nur die 5 Samen. Die reichen ja erstmal zum Ausprobieren. So, hier oben möchte ich drauf hüpfen. Genau, und da auch. Ist mir egal. So, jetzt mache ich hier eure Flenskin hin. Bohmil brauche ich. Ich vergesse auch alles, ne? Ich renne nur noch ein paar Minuten her, weil ich immer einfach alles vergesse. Spinne. Naja, mach doch mal. So. Bowman gibt es hier. Dann nehmen wir einfach mal ein bisschen mit. 28, das sollte reichen. Ach, geh doch weg. Ja klar, und was willst du mir jetzt tun hier? So, ich habe doch gerade noch eine Spinne gesehen, und zwar irgendwo da hinten. Genau. Naja. Weit weg, die sieht mich nicht. Also weitermachen. So, damit die Pflanzen jetzt auch schnell wachsen, ein bisschen Bohmehl drauf. Und dann haben wir sehr schnell 5 Melonenpflanzen. So, jetzt ist das aber noch nicht alles. Das hier wird ja nur die Melonen hochfahren.
Jetzt müssen die natürlich noch abgeerntet werden. Wenn ich die in die Richtung schubse, dann fallen die ja nicht ins Wasser, dann fallen die ja genau auf diese Melonenpflanzen drauf. Das ist natürlich doof. Ich müsste die von der Seite machen. Die Frage ist dann, haben die noch genug Licht oder sowas? Das müsste ich mit Silky Touch-Dingern machen. Und dann Glasblöcke drüber, damit die auch noch genug Licht haben. Anders geht's ja nicht. Sticky Pistons kann ich eh also nicht mehr als 5 anarbeiten. So, die müssen in dieser Höhe angehängt werden. Genau, und die fahren hoch. Und danach müssten hier dann quasi Glas drauf sein, damit die beleuchtet sind. Und die müssten die dann da runterschubsen und dann hier irgendwo ankommen. Das muss ich mir dahinter noch überlegen. Das heißt, ich werde Glas brauchen. Ich renne noch ein paar Mal hin und her, bis ich alles habe, was ich brauche. Ihr seht, es wird eine Melonenfarm, eine automatische Melonenfarm. Habe ich noch nie gebaut bisher, aber ich dachte mir, ich probiere das mal aus. Das kann ja so schwer nicht sein. Leider brauche ich dafür ziemlich viele Slime-Pistons. Was bedeutet, ich müsste auch mal irgendwann Slime-Farm gehen. Ich weiß gar nicht, ich habe die irgendwo unter mir mal gefunden gehabt, aber... Ob ich da auch mal was wiederfinde, weiß ich natürlich nicht. Wo willst du denn hin, hä? So. Da ist schon eine Melone, damit können wir das nachher ausprobieren, ob das gut klappt. So, jetzt hier rauf. So, die beiden da hinsetzen. Gut. Die müssen natürlich noch irgendwie aktiviert werden. Das wäre grandios. Das heißt, wir gehen mal hier rein mit einer Axt natürlich. So, das ist genau die Höhe. Gut, einfach hier mal durcharbeiten. Gucken, wo wir sind. Was ist hier? Nichts. Hier ist die erste Piste, ne? Ja, okay. 3, 4, 5. So, 5 Pistons haben wir. Das heißt, hier hin und hier hin. Da brauchen wir jetzt wieder Repeater dazwischen. Dafür haben wir hier oben zum Glück die fertigen Stones. Okay, 5 Stück haben wir noch. Das ist so. Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und noch ein bisschen Redstone. Und dann haben wir schon wieder 2 fertig. So, den Redstone, den ich da hingelegt habe, nehme ich natürlich wieder mit. Plupp, und so, hier geht's rein. Plupp, plupp. Ja, gut, die müssen jetzt natürlich zeitlich voneinander getrennt werden. Das ist ja doof, hier kann ich gar nicht raus, ne? Hier schon runter und hier noch weiter runter. Da komme ich hier genau, wo der Wasserlauf ist, raus. Oh, das hasse ich ja. Okay, dann muss ich mal hier runter noch weiter. So, dann müsste ich mal hier so machen. Ne, das ist auch scheiße. Entschuldigung, aber jetzt muss ich hier ein bisschen überlegen. Jetzt muss ich unter dem Wasser her am besten. Da ist genau das Wasser, das ist doof. Heißt, ich müsste noch einmal da runter. Eventuell so. Und dann möglichst hier ankommen. Das ist doch schon mal gut. Von dieser Zwischenplate wird ja alles ausgelöst. Das heißt, ich kann hier schön nach unten auch. Das macht gar nichts. Ich muss noch einen tiefer dann. Oder ich mache es einfach... Moment. Das würde auch gehen. Ich gehe aber von hier aus noch einen darüber. Dann habe ich das in beide Richtungen. Das macht ja überhaupt nichts. So, genau. Das kann auch weg. So, durch... Da muss ich eine Fackel auslösen lassen. Okay. So, da muss eine Fackel dran. Die jetzt natürlich an ist. Dadurch kommt jetzt hier oben eine Fackel drauf. Ich habe keine Fackel mehr. Dann muss ich mir eben neue machen. So. Die ist natürlich aus. Das ist auch gut so. Jetzt komme ich hier noch nicht mehr raus. Was ist hier oben drüber? Wasser. Mist. Macht mir natürlich jetzt alles wieder kaputt. Nein, so natürlich nicht.
Okay, jetzt bin ich ein bisschen. Jetzt muss ich gucken, wo ich war. Also hier, das. Das ist gut. Das. Fackel dran. Und dann komme ich nicht mehr raus. Hier erstmal weg. So, und da. Fackel ist aus. Okay. Wo, wenn ich das hier wegmache, wo komme ich dann raus? Ach, hier. Okay. So, mal aus der Wand rauskommen hier. Hallo. Gut. So, jetzt muss ich gucken. Das ist aus. Dann ist die hier an. Richtig, richtig. Was habe ich jetzt getan? Ja, ja, ist gut. Gut, 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 gut. Achso, dieser Block hat Strom, ne? Das ist doof, wenn ich das hier wegmache. So, die ist aus. Perfekt. Wieso ist der Glas denn bitte jetzt nicht da dran geblieben? Wollte mich verarschen. Also, das kann ja wohl nicht sein. Das sind doch extra Pistons, mit denen es gehen muss. Und zwar muss das jetzt da schneller gehen als da. Das heißt, ich bräuchte eigentlich noch einen Repeater hier drin. Der an der Stelle ist das scheiße, aber an der Stelle müsste es eigentlich gehen. Mit einer Verzögerung drin. Ja, das klappt. Ne? Das Prinzip ist klar. Zuerst gehen die Pistons hoch. Die ernten dadurch die Melonen. Und dann kommen die und schieben das runter. Gut, das funktioniert. Soweit auch ganz gut. Jetzt muss ich natürlich hier im Wasserlauf hin und da ist mir natürlich diese Dinger jetzt im Weg. Hm. Das heißt, ich müsste die eigentlich auf die andere Seite legen. Geht das? Das kann ich zumindest wegmachen, aber mehr auch nicht. Ja, Mist. Ja, ich muss ja jetzt irgendwie einen Wasserlauf hinbauen noch, damit das richtig funktioniert.